Man pilgert nicht, um Neues zu suchen, sondern um neu zu werden. Du befindest dich hier am Beginn des Papst Franziskus Pilgerweges. Du kannst gehen, wandern, joggen, laufen oder pilgern. Aber was heißt pilgern? Von der lateinischen Grundbedeutung her heißt es, in die Fremde gehen. Weg aus dem Alltag, dem Gewohnten, aus Stress, Hektik. Herzlich willkommen zum Papst Franziskus Pilgerweg. Ich möchte vielleicht nur kurz erklären, was wir eigentlich mit diesem Weg vorhaben. Wir möchten nicht den Papst glorifizieren, sondern wir möchten das eigentlich nutzen für Motivation und sich von ihm inspirieren zu lassen. Deswegen haben wir hier einen Weg geschaffen, der also in 7 Stationen von Maria Trost zur Basilika am Weizberg führt. Und das sind diese 7 Stationen und da wollen wir den Papst vorstellen als einen Provokateur, als einen Bewahrer der Schöpfung, Revolutionär des Glücks. Inhaltlich praktisch, und da soll es immer Impulse geben für jeden Pilger praktisch. Es ist kein Gedenkweg, der Papst ist noch nicht gestorben, es ist ein Weg, der jetzt einfach persönlich für Inspiration nutzen soll, und es ist ein Pilgerweg, nach dem Pilgern, man pilgert ja nicht, um etwas Neues zu suchen, sondern um neu zu werden. Das ist die Grundidee. Und wir machen das also zeitgemäß. Du mit jedem Smartphone, was internettauglich ist, kannst du praktisch zu jeder Station gehen mit QR-Code oder einfach eingeben PF-Weg, Papst Franziskus-Weg, pfweg.eu, und dann bekommst du bei jeder Station inhaltliche Impulse, 4, 5 Videos, die du dir anschauen kannst, die sehr bekannte Autoren gestaltet haben. Okay, schön. Ja. Franziskus ist ein Reformer, weil er das unverkürzte Evangelium wieder in die Mitte gerückt hat und die Kirche daran misst. Die Regierungserklärung von Papst Franziskus trägt den Titel Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Die Bibel ist die große Erzählung vom leidenschaftlichen Einsatz Gottes. Mystikerinnen und Mystiker nennen sich nicht selber so. Sie sind Geistliche, sie sind spirituelle Menschen mit Tiefgang, Suchende, Ahnende. Menschen mit einer Ausstrahlung, die man nicht machen kann.
Ich bin einer, der vom Herrn angeschaut wird. Wenn sich Papst Franziskus in einem Interview kurz vor Eröffnung des Jahres der Barmherzigkeit einen Sünder genannt hat, den der Herr angeschaut hat, dann war das keine Frage. Sölle hat einmal notiert, da kann man nichts machen, ist der gottloseste aller Sätze. Es ist ein Satz, der dennoch oft gedacht, gesagt oder schweigend im Raum stehen gelassen wird. Es ist der Inbegriff der Resignation, eine fatalistische, eine nihilistische Unterwerfung an jede Art von Schicksal. Papst Franziskus würde diesen Satz auch niemals so stehen lassen. Kein Christ. Der Papst Franziskus Pilgerweg ist ein Teilprojekt des neuen Pilgerzentrums am Weizberg. Dieses Areal am Weizberg ist seit langem schon ein spiritueller Ort. Papst Franziskus hat vor 2 Jahren die Weizbergkirche zu einer Basilika ernannt. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir dieses Pilgerzentrum hier errichten. Das Pilgerzentrum hat eben auch mehrere solche thematische Pilgerwege, auch einen spirituellen Weg von der Stadt hier herauf. Und was uns besonders wichtig ist, das Zentrum ist auch ein sozial ausgerichtetes Zentrum. Wir haben Sozialprojekte gestartet und Pilgergottesdienste, die wir da monatlich übertragen. Sie sind herzlich eingeladen.
einladen, kommen Sie hierher. Es soll eine intensive Erfahrung sein im Geist von Papst Franziskus.